Tag und damit geht es weiter in Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Ich sollte den Titel mal kürzer fassen, einfach Inazuma Eleven Strikers. Ja, und dem vermutlich meines Wissens nach vorletzten Spiel gegen die dunklen Engel. Wie vermutet. Ja, hier Excel und Sharp haben was gelernt. Das rüsten wir dir doch gleich mal aus. Moment, könnte ich sogar. Ach komm, du. Komm, ich gib dir Kaiserpinguin 2. Just einfach so. So, dann kommt Nathan rein, damit er den auch schießen kann. Kevin kann auch schießen. Und Max. Alright. Gegen das Team mit einer guten Musik, wie ich finde. Alles klar. Ich hoffe, meine Stimme ist im Vergleich zum Spiel noch laut genug. Weil das ist ja ein Problem. Okay. Los geht's. Ich kann es jetzt schlecht nachgucken, wir müssen nicht kurz beenden, das dann gucken. Ja, schlecht wäre das jetzt nicht. Einfach kurz. Ja, auch nachher beenden. Auch mal gucken und dann gucken, aber. Ja. Okay, wo bist du? Scharf! Gott, shit! Verdammt! Das war ich jetzt selbst schuld. Das war kein Foul. Schießt! Und es ist tatsächlich die Legende. Also hier müsste ich das nicht mit Kammer machen. Ich habe daheim hätte ich eigentlich gerechnet. Oder hätte ich noch mit Chain machen können. Aber der ist drin. Okay, man kann ihn ablocken. Bitte. Danke. Oh Leute, das sind komplett abgeblockt. Ah, da kommst du nicht durch. Was? Go to hell? Hat er das gerade gesagt? Ich hab so gesprungen. Ich hab ich. Ja, das ist so egal, ist von da zu schießen, wenn der Gegner eh nur eine Level 3 Technik hat. Und die benutzt das sogar. Was voll Idiot. Auch wenn die nur 30 TP verbraucht. Aber trotzdem. Easy. Der geht rein.
Wenn nicht, fresse ich ein Besen. Lass mir Kevin mal schießen. Oder er dreht sich vorbei? Ja. Okay. Ich glaube, die sagen wirklich go to heaven or go to hell. Ah, da kommst du nicht vorbei, du hast die Level 30 mit dem Fugo. Und Fugo ist nicht mal hier. Atlantis Wall! Okay. Ball ist safe. Ja. Und Ball ist wieder verloren. Ja, Engelsbote. Huhu. Er spricht damit sogar. Tatsächlich. Schieß ihn rein! Sag mal, das ist Torwarttrick oder der Engel anders ausgesehen hätte. Aber vielleicht vergleiche ich das doch einfach mit dem Team von heißt der Destra? Ich glaube, der ist Destra im Deutschen. Sehr, weil er da so richtig schwarzes Trikot hat. So, noch ein Tor. Yeah! Weißt du, schon spielen wir nicht mehr gegen die Mädels, schon läuft es besser. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Los! Brauche ich aus dem Team eigentlich? Nee, ich glaube auch nicht. Die Punkte kann ich ja noch ein bisschen aufsparen. Ein Hattrick. Aber das Spiel kommt auch Längen leichter vor als die noch so bei 11 Strikers. Also, mal ehrlich, das Spiel ist viel einfacher. Nee, komm, wir bleiben so. Konomama, Konomama hat er gerade gesagt.
Kommst ja nicht vorbei. Gib mir den Ball! Ich spreche halt kein fließend Japanisch. Ja, das hat nicht funktioniert. Puh. Ich weiß nicht, ob mir die japanische oder die deutsche besser gefällt von hier. Klingt beides eigentlich. Wir spielen safe, Prinzen hat zu viele TP, dass er damit zurechtkommt. Also da musst du blocken, auch bei Geistern. Also ne, das heißt, da muss ich nicht blocken. Ich muss eigentlich nie blocken. Aber vor allem bei Geistern glaube ich, dass man das Kampfgeistern. Ich hatte den Passknopf noch gedrückt, deswegen musste ich gerade gucken. Das schwarze Loch. Hätten aber auch ruhig noch mehr Auswechselspieler machen können. Zum Beispiel den Torwart von dem Team von dem anderen. Wäre bestimmt interessant gewesen, da die Technik zu sehen hier in Strikers. Auch generell bei Chaos. Das ist nochmal so einen großen Unterschied gemacht. Und wenn es die ganzen Alius-Teams einzeln gegeben hätte, das hätte es auch einzeln geben können und nicht als dunkle Engel. Aber man kann, das dunkle Engel-Team hätte noch so ein Zusatz sein können, wo halt die ganzen Spieler dann drin sind. Ich sehe gerade gar nichts mehr, ich komme gerade irgendwie nicht mehr zurück. Was kommt jetzt? Das war, gerade ein Echo drin, habt ihr das gehört? Megaton! Ich hab dieses Ding auf meiner Seite. Heck. Dragon! Crash! Am besten muss einfach so ein Spieler vorne stehen, das kannst du der KI nicht sagen. Die KI läuft immer den Ball hinterher. Los geht's. Die Power ist voll. Ja, verloren. Sobald ich die Techniken habe, die ich haben will, kann ich auch Mark zum Beispiel gegen den anderen Mark austauschen. Da fehlt mir nur noch Shiro aus Japan. Und dann ist alles perfekt. Dann kann ich GR lernen und den Markus Raimond 2 hat er noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Generell dieser Raimond 2 Zeit kam irgendwie nicht viel zustande. Mist. Der könnte reingehen. Komm schon, Princeton! Es ist Princeton! Yeah! Ich wollte gerade aufs Tor schießen.
Ich hab nicht mehr gewusst, dass ich rechts stehe und... Dann macht's den Wall-Side. Da, da! Oh Mann. Ich hab gerade gesagt, da, da. Ja, da weiß ich nicht, ob der reingehen könnte. Ich glaube, es ist ein Erdschuss, aber die Glocke ist ein Holz. Holz ist, glaube ich, stärker als Erde. Nee, Holz war stärker als Wind. Aber er hat ihn trotzdem. Das war nix. Den könnte Aito noch bekommen. Aber sicher bin ich mir nicht. Okay, er hat ihn. Abwinds hat jetzt zu 100%. Generell, die ganzen neuen Techniken in diesem Spiel sind alle gefühlt Level 3er Techniken. Komm schon, 1000 Pfeile. Boah, 7:0. Oh, Reno, Sakuno, Shibitsuki des. Das war's schon. Ja, und jetzt dürfte nur noch ein Spiel folgen auf diesem Brett. Und dann dürfte es, oder? Ja. Okay, was könnte denn noch kommen? Die Weltauswahl hatten wir ja schon. Ich hab noch einen weiteren Punkt. Ich hab noch nichts Neues bekommen. Okay. Wir können uns die Trainings... Ne, die Trainings machen wir ja im Spiel. Also müssen... Oder können wir uns die nochmal vielleicht in einem Part vornehmen? Mal gucken. Um die nochmal alle Fülle und zu sehen. Ja, ein neues Ziel. Ich hab dich noch nicht. Wahrscheinlich, weil sich der Weg erst gerade geöffnet hat. Weird. Ja, dadurch, dass es nur noch ein Spiel ist. Egal, ob ich den Gegner. Ja, komm, ich zeig den Gegner schon. Es ist. Helio. Auch von Little Giants. Eine Viererstärke. Puh. Ihn nehmen wir uns das nächste Mal vor. Das steht fest. Aber nicht jetzt. Aus dem dunklen Engelteam werde ich mir jetzt niemanden holen. Ich werde mir jetzt nur noch, ich muss mal gerade gucken, ich habe ihn nämlich, glaube ich, noch nicht geholt. Und zwar Shiro. Und zwar den aus Inazuma Japan. Ich glaube, ich habe die nämlich beide aus der Raimon 2 schon. Nee, dich habe ich nicht. Aber ich hol dich mal einfach. Dann holen wir uns diesen Frost. Kevin. Nee, doch. Nee, lieber Hiroto. Und dann, ja, müssen wir gucken. Wallset brauchen wir für Nathan.
Nathan, ja, Shiro brauchen wir auch für Nathan. Hat Nathan, glaube ich, gar nicht mehr. Naja. Also, solange ich die Technik noch nicht habe, die ich haben möchte, kann ich leider noch nicht auswechseln. Aber damit befassen wir uns doch jetzt nicht. Ich würde nur sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.